Ei, ist das durchsichtig? Nein. Ei, sehe ich es nicht. I don't know. Ich habe mitgekriegt, dass die Sachen jetzt bestellbar sind auf die Uhr. Ich bin auch gespannt, ob das eine oder andere vielleicht schon sold out ist, weil wir uns eben diese Fashion Show irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich auch, ich glaube, die wurde auch auf der Pariser Fashion Week vorgestellt, wenn es mich nicht täuscht. Da können wir da nochmal jetzt genau gucken, okay, was gibt es letztendlich zu bestellen? Plus, wie sind die Sachen dann nochmal komplett im Shop aufgelistet? Wie sieht das Material und wie sehen die Sachen auch preislich aus? Weil es ist die Cactus Jack Dior Capsule Collection. Ja, das haben wir alle mitgekriegt, dass quasi Travis Scott mit Dior, beziehungsweise mit dem Creative Director von Dior, der Kim Jones heißt, eine Zusammenarbeit gemacht hat. Da gibt es auch einen Sneaker, so ein bisschen auf Lavant angelehnt. Ich würde vorschlagen, ich habe jetzt hier genug Intro gelabert, beziehungsweise um den heißen Brei gelabert. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Und ich bin gespannt, was wir zu sehen kriegen. Wir landen bei dieser Dior-Page. Ja, direkt bei diesem Banner. Aufbereitung sieht schon ganz nice aus. Also jeder, der sich ein bisschen mit Travis Scott beschäftigt hat, weiß ja, dass er sich auch Cactus Jack nennt und dann diesen Kaktus halt als Logo nimmt. Und ich glaube, da werden wir auch mehrere Elemente auch in den Pieces letztendlich von sehen. Preislich, das ist immer so fast das Erste, was auffällt. Aua, also das ist hier teilweise jenseits für Gut und Böse. Für so einen Polunder 1,7 zu blechen, ist natürlich nicht von, ja, für schwache Nerven, sage ich jetzt einfach mal. Jedem wird dieses Logo bekannt vorkommen. Das ist das Retro OG Monogramm, der Kollege hier. Und das haben die quasi jetzt genommen und haben da dieses Cactus Jack ausgemacht. Oder nur, ich glaube, da steht nur Jack mit so blauen, schwarzen Akzenten. Ich finde den Fit ganz nice, um ehrlich zu sein. Auch hinten, dass es hier so bollert, finde ich cool. Den gibt es tatsächlich auch noch in einer weiteren Farbe. Ich finde beide Colorways okay. Aber ich persönlich jetzt, ich rede jetzt für mich, ich würde nie im Leben für das Ding 1,7 ausgeben. Also jetzt no joke. Ich habe so einen Polunder von Craig Green und der war deutlich günstiger. Ich glaube, der war auch schon teuer. Ich glaube, 400 Euro oder so. Aber den finde ich deutlich krasser als das Ding. Schwarze Hose gucken wir uns an. Sieht relativ basic aus, um ehrlich zu sein. Weiß ich nicht, bin ich mir sicher. Die ist zwar sehr lang geschnitten, aber so eine ähnliche wirst du bei Asus auch für, weiß ich, 50 Euro finden. Klar, Material kann man jetzt absolut nicht rauserkennen. Aber wäre mir persönlich jetzt auch nicht wert. Und dieses Braun ist ein Look. Der Look gefällt mir auch, hier muss ich sagen. Aber wäre es mir alles nicht wert. Kommen wir zu dem Schuh. Der Schuh, Freunde. Ich glaube, dreimal in die Runde gefragt. Woran erinnert euch dieser Schuh? Viele meinten, dass der Lavin-Vibes gibt. Ich glaube, der Lavin ist dann noch gerade von oben bulkier als der Dior. Zumindest sieht es hier so aus, wenn man den von oben betrachtet. Den gibt es insgesamt in 4 Colorways. 4 Colorways, Freunde, und kostet 1200 Euro und ist auch schon ausverkauft. Wir machen mal alle 4 auf und gucken uns dann die Colorways an. Wir haben hier diesen braun-schwarz-weißen. Wir haben hier einen helleren oder eine hellere Version. Wir haben ja mit so Neon-Applikationen innen drin, in grün noch und mit lila. Wir fangen mit Platz 4 an. Der schlechteste. Sorry, der Kollege hier. Ist auch der einzige, der noch verfügbar ist. Wundert mich nicht. Das Ding kriegst du von innen Fußpilz. dann muss ich sagen, dass ich den hier auf Platz 3 sehe. Diese mit den Lila. Ich bin ehrlich, das ist sogar mein Platz 1, ne? Ich glaube, das ist so der gehypteste, to be honest. Aber das ist hier so den ich mir geholt hätte. Dieser Schuh hat einen nicen Vorteil. Der Schuh kann eins gut. Dieser Schuh kann eins sehr, sehr gut. Was der Lavin nicht so gut kann. Weil Leute schreiben hier im Chat gerade, Lavin-Sneaker viel besser für den Preis. Ja, bin ich auch der Meinung. Aber es gibt eine Sache, dieser Schuh, der Lavin nicht so gut kann. Und ich sage euch, halt, spitzt eure Ohren. Ich finde, dieser Schuh, der Dior, wie heißt der überhaupt? B713. Der kommt knackig bei den stagnant Vibes, aber der kommt auch knackig, wenn man den mit einer kurzen Hose und Socken kombiniert. Und das kann der Lavin nicht so gut. Der kommt super nice auf stagnant, aber bei kurzen Hosen... Klar, ich meine, kurze Hose ist sowieso ein Thema für sich, aber da sehe ich den vorne. Dass der ein bisschen variabler, flexibler einsetzbar ist. Weil den Lavin kannst du halt wirklich nur mit so breiten Hosen, die auf den Schuhstecken anziehen. Komische Rapper machen das auch mit Skinny Jeans, davon lassen wir die Hände. Aber das kann der Schuh besser. Ich find's auch cool, dass der nicht nach Dior schreit. So jeder Typ, der diesen Schuh sieht und keine Ahnung von der Collab hat, der wird niemals sagen, das ist ein Travis-Schuh mit Dior.
Das haben die gut gemacht. Aber irgendwas fehlt diesem Schuh. Der wirkt ein bisschen nackt, ein bisschen leer, ein bisschen temperamentlos. Wisst ihr, ich meine? Der wirkt so ein bisschen, weiß ich, prüde. Wisst ihr, was ich meine? Der wirkt so ein bisschen verloren. Irgendwas fehlt ihm hier so seitlich. Irgendwas, er wirkt leer. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht hier unten an der Sohle irgendwie. Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen was Aufregendes. Und der Preis ist halt ekelig. 1,2. 1,2. Nike Swoosh fehlt. Oh, yeah, Mann. Gut, dann haben wir hier noch eine Kette. Ja, Bro, die kriege ich auch beim Strandurlaub für einen Fünfer. Ach, ein Armband, sorry. Das kriege ich sogar für 2 Euro am Strandurlaub. Dann haben wir eine kurze Hose. No Cap and My Rap. ADR kurze Hose. 1000-mal wilder als der Kollege hier. Und die kostet auch deutlich weniger. Ah, richtig hier. Nice Element hat die schon, nämlich die, ja, diese Matthew Williams Schnalle. Die ist schon cool gemacht. Die ist schon nice. Dann haben wir den Pullover von gerade, also den Pullover davon gerade, auch als Pullover. Sorry, Ass. Gefällt mir nicht. Da fand ich den Pullover deutlich nicer. Dann habt ihr natürlich jetzt auch die absolute Möglichkeit und dieses Schnäppchen würde ich euch ja absolut ans Herz legen und empfehlen, für 800 Euro, Freunde, ein Dior-T-Shirt zu kaufen. Aber es ist sogar ein Embroidery. Ich muss sagen, no cap, cooles T-Shirt. Cooles T-Shirt. Jetzt no joke. Finde ich in Ordnung. Ich finde die Font so mit diesem, so diese zwei Welten, diese Travis-Welt mit Dior, aber dann so ein bisschen noch abgeändert, dass es nicht zu sehr danach schreit, finde ich cool. Mir gefällt auch so dieses leichte, ja, so diese Flecken, finde ich nice. Sehr nice. Auch hinten cool. Aber Bro, was ist das für ein Preis? Ich finde das Grau ist auch sick. Das Grau ist sogar mein Favorite, no cap. Das T-Shirt ist nice. Was dieses Dreieck hier vorne soll, weiß ich jetzt nicht. Aber okay, gut, auch doch auch mal was anderes. Kann ich appreciaten. Das Blau gefällt mir ja am wenigsten gut. Aber Freunde, was ist das für ein Preis? Ist no joke, wie das so... Selbst 180 Euro ist extrem viel Geld für ein T-Shirt. Aber da würde ich doch so sagen, ja, okay, gut. Kann man vielleicht irgendwie so... Jetzt auch, wobei 180 Euro für ein T-Shirt ist auch lost. Aber komm, 800? 800? Schnitt sieht halt ein bisschen random aus. Aber ja, gut. Ja... Ich finde es, wie gesagt, ich habe alles so ein T-Shirt gesagt, ich finde es cool, so Preis scheiß rein und Schnitt hätte auch besser sein können. Dann gibt es noch eine Saddlebag. Ich weiß nicht, Saddlebag ist so ein Ding, bin ich euch ganz ehrlich. Ich hatte die ganze Zeit lang nicht auf meiner Want-to-Buy-Liste, aber ich fand die immer nice. Mittlerweile bin ich so over it. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich echt ein bisschen satt gesehen. Nicht, dass ich die jetzt gar nicht mehr machen würde. Gerade auch für den Preis, Freunde. Not for me, not for me. Puderhemd ist auch so einem Strickmaterial, sehr nice. Sehr, sehr nice, hat auch einen coolen Fit. Das ist cool, auch hinten, dass es länger gelegt wurde, finde ich nice. Zumindest sieht es so aus. Preis auch wieder Ass, aber nee, sich auch, also designtechnisch weiß halt nicht. Was ich auch nice finde, ähnlich wie bei den T-Shirts, ist der Sweater. Sweater auch wieder selbes Konzept wie dort, selbe Colorways. Da finde ich den beigen sogar nicer, um ehrlich zu sein, als den grauen, was beim T-Shirt noch anders war. Das ist ein wildes Ding. Schade, dass man hier den Schnitt nicht angezogen sieht. Wir gucken mal noch bei den anderen Colorways. Ja, hier sieht man es. Ist ein bisschen zu lang. Für meinen Geschmack. Aber finde ich in Ordnung. Aber auch hier wieder Preis, Freunde. Preis, Preis, Preis. Was ist mit dem Preis los? 1,2, Bro. Kurze Hose gibt es auch in schwarz. Da gibt es noch ein Bucket Hat. Ja, ja, ja. Ja, 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 nee. Nee, eher nicht so, um ehrlich zu sein. Aber der Colorway hat auch reingeschissen. Dann finde ich den schwarzen schon ein bisschen besser. Eine Brille. Ist die auch noch Teil von der Kollektion? Ich glaube schon, ne? Ja, ist sie. Ich finde die Farbe King. Dieses Mintgrün kommt zu sexy. Ich finde die goldenen Applikationen halt nicht nice, weil ich halt irgendwie nur Silber trage, obvious. Aber ich finde die Farbe sehr nice. Ich finde auch dieses Babyblau sehr nice. Und da sind, ist das, ne, ist auch Gold. Ich finde die Brille nice. Ich finde die Brille nice. Ich glaube, die Brille finde ich jetzt sogar bis jetzt am wildesten, to be honest. Dann haben wir hier noch so rosa, einen rosa Ton. Die Hose haben wir gerade uns angeguckt. Dann haben wir noch ein weiteres T-Shirt. Weiß ich, das Design gefällt mir jetzt nicht so gut, to be honest, was vorne drauf ist. Erinnert mich warum auch immer an Akne. Also designtechnisch. I don't know. Hier immerhin ein Huni günstiger als gerade, aber nee. Taugt mir nicht. Der Pullover taugt mir genauso wenig. Das sind so. Die Ärmel sehen nice aus, aber, muss ich sagen. So vom Fit her sehen die Ärmel nice aus, aber Design gefällt mir nicht. Noch eine weitere Sonnenbrille. Relativ umfangreich die Kollektion. Wir haben, wie gesagt, nochmal eine zweite Sonnenbrille. Ich bin ehrlich zu euch, da hat mir die erste deutlich besser gefallen. Mir auch so leichte Akne-Vibes, wenn ihr versteht, was ich meine. Den Schmuck, sorry, Alter. Jeder, der sich hier Schmuck holt, so dieser Modeschmuck, so wirklich Modeschmuck, ist jetzt nicht so meine Wave. Auch aus Messing, das ist halt immer das Problem, dass die Sachen teilweise aus Messing sind und keine Ahnung, dann kosten die Schweinegeld. Nee, Bro, das ist es nicht. Das ist es nicht. Cardholder. Ja, Lover gibt es auch in schwarz. Nee. Dann gibt es das T-Shirt sogar noch in bunt. Da finde ich es tatsächlich schon nicer, warum auch immer. So bunt vorne dieses Dior finde ich schon cooler gemacht. Bisschen spannender als gerade die T-Shirts. Sogar ein Schuh?
Also noch so ein B23? Oha! Hätte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich muss sagen, der B23, also der OG, der als erstes rausgekommen ist, der war ja todesgehypt. Ich finde, man sieht ihn jetzt aktuell gar nicht mehr. Was ich aber nice finde, weil der Schuh ist immer noch cool. Das ist ein Chuck. So, und ich habe tatsächlich den gerade jetzt teilweise bei gutem Wetter mit kurzer Hose gerockt. Dann so Socken, die so ein bisschen rausgucken. Fand ich cool. Aber ich persönlich würde den jetzt nicht holen. Da fand ich den anderen, den wir gerade gesehen haben, diesen 713er, wie der hieß, stärker. Aber wahrscheinlich, weil man diese Silhouette halt schon kannte. Dann haben wir noch einen anderen Pullover. Ein Hoodie hier, um genau zu sein. Mit einem Embroidery vorne drauf. Ja, ist halt so ein Logo-Ding. Nee, weiß ich jetzt nicht so ganz. Und wir haben eine verrückte Cappy. Cap ist verrückt. Die Cap ist nice. Ich sag so, wie es ist. Die Cap ist wild. Die Cap ist... Also, der Schirm ist verrückt. Ich finde auch, das hier hinten sieht nice aus. So auf Trucker-Cap angelehnt. Ja. Aber so mit diesem Dior-Ding drin, feiere ich. Das Einzige, was mir nicht so gut reingeht, ist der Stoff. Ist das Leder? Weiß ich nicht. Hier hinten sieht es auf jeden Fall nach Leder aus. Oder Nylon. Ich finde die Cap nice. No Cap, die ist wild. So eine Mischung aus Buckethead und Cap. Wild. Auch habe ich so noch nie gesehen. Deswegen kann ich das sehr appreciaten. Gut, dann haben wir das Ding hier noch als T-Shirt. Da brauche ich nichts sagen. Und ich glaube, so das gehypteste T-Shirt wird wahrscheinlich dieses hier sein. Weil ich wahrscheinlich auch schon ausverkauft sein. Ja, ist schon ausverkauft. Ja, gut. Bruh. Welcome to the Hypebeast World. No front, natürlich. Dann haben wir noch eine andere Oversized Jacket. Schnitt kann ich gar nicht, sorry. Dann noch ein Jeanshemd oder was ist das? Tubo Trash. Und dann noch eine andere Tasche. Boah, so viel. Oh mein Gott. Die Tasche ist nice. Die ist wild. Tasche bis jetzt beste Tasche. Auch von der Form her gefällt die mir bis jetzt am besten. Wilde Tasche. Und ich sag euch ehrlich, das T-Shirt for me personally, das beste T-Shirt. Zumindest vom Artwork. Das Artwork, diese Köpfe gefallen mir. Warum auch immer. Mit diesem Basic, das ist mein Favorite. Also obenrum mäßig. Dann haben wir noch einen weiteren Strickpullover. 417. Oh, Bro, schwieriges Ding. Der ist cool. Der ist nice. 1,5. Holt euch den. Ich finde den Barbara. Ich finde, der ist zwar sehr laut, aber ja, ich finde, der hat was. Ist auch aus Schuhwolle. Würde ich jetzt auch mit auf meine Favoritenliste packen, das Piece hier. Noch einen weiteren Pullover. Der sagt mir dann schon wieder nicht so gut zu, um ehrlich zu sein. Wir haben hier noch ein Buckethead. Ich fand diese Cap als Buckethead verkleidet viel nicer. Unfassbar viel. Wir haben noch einen Schalen. Eine Decke, sorry. Eine komische Decke hier. Würde mich jetzt mal echt interessieren, ob sich die irgendwer gekauft hat. Ein Ring? Okay. Gar nicht mal so kacke. Ein Gold leider. Ja, eine Bombe. Unfassbar groß, die Kollektion. Crazy. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so viel ist. Die Jacke ist okay. Die Jacke ist nice. Was ist das für ein Stoff? Ein Nylonstoff oder was? Ein synthetischer Stoff ist es, glaube ich. Bisschen aus wie Leinen. Crazy viel. Ich versuche nochmal so ein paar Highlights rauszukriegen. Ich glaube, das T-Shirt haben wir gerade hier schon gesehen. Was ist das für ein Moped? Ist das durchsichtig? Nein. Weiß ich jetzt nicht. I don't know. Viel auch mit diesem Neongrün gearbeitet. Anorak mit Kapuze. Oh, what the fuck. Aber ich glaube, da sind wir so einigermaßen durch. Die Hose ist Baba. Baba Hose. Coole Hose. Und hier kommt noch so ein Blouson. Okay. Auf College-Jacke angelehnt. Ich finde die nice. Ich finde es halt, weiß ich, der Kragen. Ich fände es cool, hätte man so zwei in einem. Vielleicht ist es auch so, dass man dieses Stofftuch vielleicht abmachen kann. Aber Preis ist natürlich auch ganz jenseits von Gut und Böse. Das habe ich auch schon bei, ich glaube, bei Future habe ich das irgendwo gesehen. Hier diese Sachen. Ich glaube, das gibt es auch als Hoodie oder so, dieses Artwork. Das fand ich interessant, weil das sieht hier so... Das sieht super nice aus, wie die das gemacht haben. So mit diesem Stitching, so auf Marienkäfer angelehnt oder whatever das ist. Das sieht kompliziert aus, beziehungsweise... Wisst ihr, wie ich meine? Das sieht cool aus. Also die Art und Weise vom Stitching. Scheiß mal auf das, was da steht und wie es da steht, aber die Art und Weise sieht nice aus. Deswegen auch, ja, der Preis, ne? Obvious. Ja, ich glaube, wir sind durch. Hier ist noch so ein anderer Polunder. Taugt mir aber jetzt auch nicht so... Obwohl, Fit ist krass. Hier sieht Fit krass aus. Fit sieht hier unfassbar nice aus. Okay, wir haben uns so einen groben Überblick über die Kollektion gemacht. Ich bin ehrlich zu euch, die Pieces, die mir persönlich... jetzt spontan so am meisten zusagen, war einmal diese Hose, diese Flare, die fand ich mit am nicesten. Ich finde die vom Schnitt sehr, sehr wild, auch hier, wenn wir die getragen sehen, Baba-Ding. Dann fand ich nice, warum auch immer, die Brille, aber nicht die, das war glaube ich die andere hier, die Brille,
Wobei ich es halt schade finde, dass da Gold verwendet wurde und nicht Silber. Deswegen wäre sie jetzt für mich persönlich raus. Aber die Brille kann ich trotzdem appreciaten. Will ich auch in meine Top 5 reinpacken. Genauso wie dieser Strickpullover. Habe ich auch gerade auch von den Farben. Dieses Grün mit dem Beige harmoniert sehr gut. Dann darf ich noch zwei Sachen wählen. Dann wird es auch schon schwer, meine Freunde. Sag ich euch so, wie es ist. Ja, komm, Hypad, packt ihr meinetwegen noch den Schuh rein. Ja, aber den will ich echt, ja, vielleicht sogar weiter unten ansiedeln, um ehrlich zu sein. Ja, okay, komm, dann nehmen wir hier den Sweater noch mit. Komm, der Sweater, der ist auch in Ordnung, so auf Basic angelehnt. Aber der Preis scheißt komplett rein, 1, 2. Was ist da los? Ich gucke jetzt nochmal kurz drüber, weil es waren echt jetzt doch viele, viele Sachen. Ah ja, und die Cap. Wir schmeißen den Schuh raus. Sorry, der Schuh kommt raus. Der Schuh kommt raus. Weg damit. Nimm die Cap auch wild, sehr wild. Mich auch sehr, sehr weit oben annehmen. Die Pants, safe and favorite, in schwarz, geisteskrank. Diese Truck-Mütze oder was auch immer, was ist, sehr wild. Die Sonnenbrille, nice. Dieser Knit ist nice. Und meinetwegen der hier noch. Das Ding teilt sich den fünften Platz mit dem Schuh. So, dann sind wir damit erstmal durch. Ich hätte echt nicht gedacht, dass so viele ist, no cap.